Hallo, liebe Seele. Herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Donnerstag, den 11. April. Ich freue mich, dass du da bist. Alle Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben, unter anderem welche Karten ich verwende. Welche Botschaft darf ich weitergeben für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Okay, die Karte möchte sich zeigen. Heute mal eine rote Karte, ausnahmsweise. Die letzten 3 Tage hatten wir mal grüne Karten. Dinge, die ausgeheilt werden möchten. Kamen die letzten Tage ans Licht. Ja, und heute keine grüne Karte. Heute gibt es eine rote Karte und eine blaue. Okay, diese erst. Küchenkräuter. Ernähre dich bewusst und gesund. Achte auf Qualität und verwende Kräuter, Öle und mehr Gemüse bzw. Salat. Koche wieder mehr selbst. Wieder das Thema Bewusstheit. Auch in der Ernährung. Was haben wir hier noch? Die offenen Arme. Jemand freut sich über deinen Vorschlag, deinen Besuch, dein Anliegen oder deine Bitte. Du darfst mit Wohlwollen, Zustimmung und Begeisterung rechnen. Okay. Jemand freut sich vielleicht über deinen Vorschlag, die Ernährung umzustellen, je nachdem, weiß ich ja nicht, ob du es vielleicht gemeinsam mit jemand machen möchtest. Jemand freut sich über deinen Vorschlag, gesünder zu essen, anders zu essen, bewusster zu essen. Das ist aber sehr speziell. Jemand freut sich, wenn du für ihn oder sie kochen möchtest. Ja, das nehme ich wahr für manche hier. Jemand freut sich über deinen Besuch. Ass der Schwerter. Sechs Stäbe. Zwei Schwerter. Und das Gericht. Das Ass der Schwerter ist eine Energie der Kommunikation, der Ehrlichkeit, der Authentizität, eine Energie der Wahrheit, eine Energie der Entscheidungen, Bewusstheit. Okay, hier hatten wir das Thema, ernähre dich bewusst. Das kann die Ernährung betreffen, ja. Aber das kann man auch ausklammern, da es ein allgemeines Orakel ist. Bewusstheit. In allen Lebensbereichen. Okay. Was ich hier wahrnehme, ist, dass etwas offengelegt wird, dass etwas angesprochen wird, etwas Wichtiges ist, etwas, was dir vielleicht schon lange auf dem Herzen gelegen ist oder was dir schon lange im Kopf rumgeistert.
so nehme ich das wahr, es ist schon länger in deinem System. Und du hast schon länger mit dir gehadert, gezweifelt, warst dir unsicher, ob du etwas ansprechen sollst oder ob du etwas offenlegen sollst. Etwas, was deiner Wahrheit entspricht. Okay, etwas, was deinen Bedürfnissen entspricht. Das wird offengelegt, so nehme ich das wahr. Das wird angesprochen, das wird kommuniziert. Okay? Die sechs Stäbe sind eine Energie, die die Öffentlichkeit sich öffnen, sich zeigen, ansprechen können. Und das ist hier als Herausforderung zu sehen. Sollst du dich öffnen? Sollst du dich zeigen? Die Karten sagen, ja, hab Selbstvertrauen, zu dir zu stehen, zu deinen Entscheidungen und Bedürfnissen zu stehen. Und tu das kund in deiner Umgebung, in der Öffentlichkeit, je nachdem, was es ist. Es wird mit offenen Armen empfangen. So nehme ich das wahr. Es trifft auf Wohlwollen, es trifft auf Zustimmung und Begeisterung. Okay, also du brauchst hier gar keine Zweifel haben. Also du brauchst dich nicht damit zu verstecken oder dich zurückhalten und hier etwas unnötig rauszögern, was man eigentlich schon längst anpacken könnte oder tun könnte, anstoßen könnte. Du brauchst gar keine Angst haben. So nehme ich das hier wahr. Etwas stößt auf diese offenen Arme hier. Es kann auch sein, dass ein altes Thema wieder aufgerollt wird, dass man etwas wiederholen möchte, was man in der Vergangenheit schon mal getan hat. Das ist möglich. Vielleicht kommen die Zweifel auch daher. Das ist eine Wiedergeburtsenergie hier. Und das ist interessant. An der Unterseite des Tarotdecks haben wir den Tod. Der Tod steht für das Ende eines Zykluses, einer Situation. Das kann auch deine eigene Transformation anzeigen, die jetzt hier ansteht. Etwas soll sich transformieren, etwas soll ja zu Ende gehen, damit etwas Neues beginnen kann, etwas Frisches, dass man hier wiedergeboren werden kann. Ich nehme das so wahr, bei vielen ist es so, dass eine alte Idee, etwas Altes wieder aufgelebt wird. Und nein, hier geht es nicht um alte Liebesverbindungen, ja. Also falls manche hier in die Verlegenheit geraten, etwas zu tippen, nein, diese Person möchte ich auf keinen Fall wieder zurück. Bloß nicht. Nein, darum geht's nicht. Nein. Das ist eine Energie der Erneuerung, der Erlösung, der Einsicht, der Wandlung und Entwicklung. Ja, also wenn hier eine Entscheidung getroffen wird von den zwei Schwertern Richtung ein Schwert, wenn hier etwas ausgedrückt wird, etwas kommuniziert wird, dann bietet das Anstoß zu Wachstum und Entwicklung. Das ist eine Entscheidung in die Freiheit, in die Selbstentfaltung rein. Kann sein, dass man, wie gesagt, etwas Altes wieder aufleben lässt, aber es optimiert. So nehme ich das wahr, etwas Altes aufleben lassen, eine alte Idee oder ein altes Konzept, und das wird optimiert. Das sind jedenfalls entscheidende Veränderungen in deinem Leben. Es ist wichtig, ja. Selbst wenn wir hier auf die Ernährung zurückgehen, die Ernährung ist ja wichtig für deinen Körper, die Ernährung ist wichtig für die Seele. So wichtig auch für, die Ernährung kann so wichtig sein für unsere Schwingung auch. Also wenn wir auch von der Ernährung weggehen, das ist weichen Stellen sozusagen hier. Wenn man die Bereitschaft aufbringen kann, irgendwelche notwendigen Veränderungen hier im Außen zu akzeptieren und herbeizuführen, so nehme ich das wahr, starre, eingefahrene Formen dürfen überwunden werden, aufgelöst werden. Ja, wenn man es schafft, aus dieser Hemmung hier rauszukommen und frei zu kommunizieren und zu sich selber zu stehen und zu seiner Wahrheit, zu seinem Anliegen und sich damit zu zeigen, ja, in der Öffentlichkeit oder im Umfeld, in der Familie. Okay, was möchte der kleine Buddha noch dazu sagen?
Liebe macht jeden Menschen reich. Und da man Liebe nicht kaufen kann, ist es auch völlig egal, wie viel Geld man hat. Okay. Hier geht es auch um die Liebe zu sich selber, ne? Gerade Thema Ernährung. Du kannst nicht mit Hilfe des Verstandes vertrauen. Vertrauen kannst du nur mit dem Herzen. An der Unterseite, wenn du ein Problem ignorierst, wird es größer, weil es anfängt, nach Aufmerksamkeit zu schreien. Und wenn du es bekämpfst, dann wird es zurückkämpfen. So lasse ich das stehen, liebe Seele. Wenn du magst, sehen wir uns gern morgen wieder. Hab einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.